Hallo und herzlich willkommen in der Waldwerkstatt von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Heute wollen wir gemeinsam etwas Osterdeko basteln. Ihr braucht dafür ein paar Steine, die findet ihr am Wegesrand oder an Ufernähe, eine Schere, braunes Papier, Kleber und ein paar Eddingstifte. Schritt 1, nehmt ihr einen Stein und malt ein weißes Gesicht darauf. Im zweiten Schritt malt ihr das Hasengesicht auf den Stein. Schritt 3, fertigt euch eine Schablone für die Hasenohren und übertragt es auf braunes Papier. Im vierten Schritt schneidet ihr die Ohren aus. Schritt 5, Ohren festkleben. Schon ist das Osterhäschen fertig. Habt viel Freude daran und bis bald im Wald.